verstellbare Nasenpads und stoßfeste Gläser. Mit D-Focus können Sie lesen, Autofahren, Fernsehen, arbeiten und Sport treiben. Jonas möchte, dass so viele Menschen wie möglich von dieser neuen Brille erfahren, damit sie ihre Probleme mit schlechten Seiten in der Vergangenheit lassen können. Deshalb hat er sich mit einem Investor zusammengetan und eine Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro erhalten, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Was er jedoch nicht erwartet hatte, war, dass sich sein Produkt in den sozialen Medien viral verbreiten würde. Heute wird es von mehr als 600.000 Menschen genutzt, die sich über eine perfekte Sicht freuen. Wenn Sie ähnliche Ergebnisse erzielen und dabei 50% des Originalpreises sparen möchten, sollten Sie Folgendes tun. Hier ist, was Sie tun müssen. Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um die offizielle Website zu besuchen, und sichern Sie sich Ihre Linse, solange der Vorrat reicht. Der Gründer von D-Focus ist von seinem Produkt so überzeugt, dass er eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie anbietet, ohne Fragen zu stellen. Das bedeutet, dass Sie das Produkt innerhalb von 30 Tagen gegen volle Rückerstattung zurückgeben können. Dies ist ein großartiges Angebot, das jeden Moment verschwinden kann. Handeln Sie also schnell. Sichern Sie sich Ihr Produkt, bevor dieses tolle Angebot vergriffen ist. Klicken Sie auf den unten stehenden Link und holen Sie sich Ihren D-Focus noch heute mit einem Rabatt von 50%. Warum mache ich das? Wenn dich dein Kind nicht verzaubert, brauchst du das. Airwaves, der Mentholkick für frische Momente. Steinige Zeiten. Für die Täter. Nur zu ertragen mit Wodka. Oder Gorbatschow. Guten Abend. Rachmaninow. Kuckuck. Spulen Sie, spüren Sie und spülen Sie Ihre Birne durch. Es wird heiß. Es wird sehr heiß. Heißer Sommer, guten Tag. Sponsoren hingeschaut, aufgepasst und zugefasst. Only for a paradise. Schöne Grüße, Junior, Werner. Pioniersöhne. It's showtime again. All in. More than all in. Galacom.tv. Die mit den drei Streifen. Der mit dem roten Stuhl, den kenne ich. Und der... Der mit keinem Kabelbinder zu bändigen ist. Wer ist das? Wer ist das?
Na, wer? Wer wird das wohl sein? Guck mal, wer da spricht. Der Bruder von Gerhard Bold? Nein. Morhard. Von Morhard, hat man früher gesagt. Mein Großvater hat keinen Prozess gewonnen. Entschuldigung, verloren. Sein Freund war Richard Stumpf, der ehemalige Staatsanwalt von Nürnberg, Oberstaatsanwalt von Nürnberg und Landgerichtspräsident Bamberg. Ja, guten Abend. Genau schauen. Jetzt wäre natürlich die Iris-Diagnose von Vorteil. One people, one ID, and Galacom TV. tvgalacom@gmail.com zu erreichen. mohab007@gmail.com sowie und oder podcasttv7@gmail.com. Heiße Schuhe sind gefragt. Sonst bleiben sie kleben mit ihren Taten. Goodbye. Ach so. Schöne Grüße. Von Gillette. Oder geht's noch schärfer? A. O. U. I.